Hallo und herzlich willkommen zu Folge 273 von Legend of Azun. Wir sind hier momentan im dunklen Kellergewölbe. Da ist nichts zu holen. Der Bibliothek haben in der letzten Folge die alte Quest vom hier Kameraden Oculus erledigt. Die Sache mit den drei Drachenwurzeln und der Drachenseele. Und ich hatte ja letzte Folge am Ende erwähnt, dass wir eigentlich noch eine zweite Verwandlung haben sollten, die wir aber nicht haben. Was? Schau. Oder kann man da vielleicht noch eine kaufen bei dem? Gut. Wie gesagt, nicht, dass wir es wirklich brauchen würden. Das ist jetzt nicht der Fall. Mich hat es nur irritiert. So, wir haben hier direkt einen Alchemietisch und das wollte ich eigentlich in den letzten Folgen schon erledigen, denn jetzt, wo keine Drachenwurzeln mehr da sind, haben wir auf jeden Fall noch 11 Kronstöckel und noch 11 Goblinbären. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal 5 Geschicklichkeitstränke machen. Ne, guck mal, wir machen 6. Damit es mal erledigt ist. Ah! Den kann ich gar nicht. Scheiße, stimmt. Können wir Tabak mischen? Wird der Apfeltabak dann verbraucht? Das wäre es nämlich auch nicht wert. Verdammt! Ha! Stimmt, da müssten wir auf jeden Fall nochmal 20 Lernpunkte investieren, die wir jetzt nicht haben. Ah, da habe ich tatsächlich was vergessen. Klar. Wir haben nur für 20 Lernpunkte die Stärketränke erlernt. Das kostet nochmal 20. Dann bieten wir auch die Geschicklichkeitstränke. Dann müssten wir auch... Ja, wobei, das lohnt sich schon, das noch zu machen. Wie gesagt, wir haben noch 11 Goblinbären, noch 11 Kronstücke. Es rennt ja nicht weg. Müssen wir nochmal dazu sagen, es rennt nicht weg. Zum Glück. Das heißt, wir kommen jetzt ja mit den knapp 70 Geschicklichkeiten noch zurecht. Jemand meinte übrigens, dass das ein Fehler wäre, was diesen Ring hier angeht. Es müsste eigentlich einen Bonus von 10 Geschicklichkeit geben. Gibt aber tatsächlich einen Malus. Habt ihr nochmal gerade gesehen. Zieht tatsächlich 10 ab. 10 Geschicklichkeit. Ob es sonst einen Bonus bringt, weiß ich nicht. Ich würde mir nur jetzt irgendwie... Also ich würde es mal so sagen, ne, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist irgendwie der Ring ein bisschen für den Arsch. Außer der kann halt wirklich was Spezielles, aber das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber wir haben ihn ja auf jeden Fall mal dabei, falls irgendwas ist. Wir haben ihn ja. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf den Raubüberfall. Um 19 Uhr sollten wir da sein. Wir sind schon ein bisschen früher da. Und ich werde in der Zeit, aber in der Zwischenzeit, ein bisschen Tabak konsumieren. Ja, das werden wir jetzt machen. Klar, ist wieder besetzt. Mal ganz kurz unsere Bestände überprüfen. Wir haben nämlich mittlerweile wieder einen Haufen 30 mal doppelter Apfel. Die Sache ist, Honigtabak war, glaube ich, für Geschicklichkeit. Das sind Trollläuse. Pilztabak war für Mana. Schnapstabak, keine Ahnung, was der bringt. Getreidebeutel kann man nicht rauchen. Ich glaube, die für Leben hatten wir schon alle weggezogen. Ja, aber wir sollten jetzt auf jeden Fall mal die doppelten Apfel verbrauchen. Und vielleicht auch noch irgendwann mal einen normalen Apfel. Keine Ahnung. Können wir den da irgendwie weglocken oder so? Da oben ist auch einer, aber die ist auch... Warum ist hier eigentlich jede Wasserpfeife besetzt? Wir blubbern alle vor sich hin. Aber wie dem auch sei, wie gesagt, bei Stärke, das ist jetzt fix. 185 und gut ist. Wie viel Crawlerzange mache ich mittlerweile? 2 Stärkepunkte. Ah, ich glaube, wir kommen schon noch auf gut über 200 Stärke. Nein, Karl, ich will nicht mit dir reden, geh weg. Ist natürlich nur die Frage, wo kriege ich jetzt noch eine Wasserpfeife her? Irgendwo hier müsste doch eine sein. Ach, perfekt. Wir haben tatsächlich eine unbenutzte. Banditenlager. Irgendwo findet man eine. Das heißt, wir rauchen uns jetzt quasi bis zum Raubüberfall. Gucken wir mal sehen, wie effizient das Ganze ist. Also, soweit ich weiß, kann man hier nichts groß verändern. Also, man kann jetzt Tabak nicht... Also, man kann Tabak mischen, aber ich glaube, man kann ihn nicht synthetisieren oder umändern oder sonst was. Wir rauchen jetzt mal doppelten Tabak und nach jedem vierten bekommen wir einen Stärkepunkt. Wenn ich das richtig gesehen habe.
Wir müssen 30 dabei haben, also wir kommen jetzt nochmal auf gut paar Stärkepunkte zusätzlich. Was mir gerade mal so auffällt, wir hätten glaube ich auch bis abends pennen können, ne? Bis 18 Uhr. Warte mal. Das mache ich jetzt sogar gleich. Also kommen wir auf jeden Fall auf gut über 190 Stärke. Nur damit wir nicht allzu viel Zeit jetzt verbraten müssen, penne ich jetzt einfach mal bis 18 Uhr und dann können wir den Rest der Zeit verrauchen. So. 18 Uhr. Nichts gescheitert. Das heißt, wir sind noch am selben Tag. Jetzt kümmern wir uns hier noch ein bisschen die Stats boosten. Also, das ist mit doppeltem Tabak, also mit doppeltem Apfel. Alle vier. Beim normalen weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß aber gar nicht, wie viel Apfel wir jetzt gerade dabei haben. Ja, das ist auf jeden Fall Banditen-Lifestyle. Ja? Schön Termin gesetzt. Ja, Raubüberfall. In Warum Kürze, erfahre ich in der das denn jetzt? Zwischenzeit rauchen. Ich hatte nur in Erinnerung, dass es irgendwie alle vier. Oh. Oh, jetzt haben wir einen Mana-Punkt direkt bekommen. Haben wir schon alle weggefetzt, oder was? Jetzt habe ich auch einen Mana-Punkt mehr. Naja, was soll's. Also 192 Ich kann das Stärke. nicht mehr hören. Wie viel haben wir denn vom normalen Apfel? Wo steht denn das? Wo sind die denn? Schnapstabak. Der war zum Beispiel in der Auswahl, oder? Konnte man den auch rauchen? Ist gar nicht mehr auf dem Ich höre doch Schirm. immer diese Ah, Gruselgeschichten. 57 Apfeltabak, okay. Ich kenne jetzt so gerade den Kurs nicht. Können wir ja gleich mal rausfinden. Dann böllern wir die auch noch alle weg. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ne, den Schnapstabak können wir nicht rauchen. So, beim Apfel ist es jetzt 3. Fünf, sechs, Kein alle Wasser weit sieben. und Ui. breit. Und ich dachte, wir kommen auf 200. Ich kann das nicht mehr hören. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich die jetzt alle wegrauche. Falls man die normalen Apfel dann Wo doch zum bleiben die Doppelten hätte Geschichten? machen können, dann wäre das jetzt natürlich fatal. Auf der anderen Das Seite liegt doch auf der wäre das Hand. auch nur Nörgeln auf hohem Niveau, ja, als ob wir jetzt 200 Stärke haben oder 210, das ist ja Wurscht. Das sind Tropfen auf einen heißen Stein, das ist fast egal. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall Genau das habe ich auch nochmal mit ein paar gehört. Stärkepunkte rechnen. Honigtabak lassen wir erstmal. Wobei ich überlege Saft. gerade, also Pilz war Mana. Vielleicht war Honig auch Leben. Das sollte man dann vielleicht doch wegböllern. Denn Leben lohnt sich immer. Schauen wir erstmal, wie viel Leben, Stärke. Ich das glaube, hier wir gerade könnten oben, jetzt auf können wir 200 ganz Stärke kommen. vergessen. Also mit Ausrüstungskram und allem dürfte das ganz gut aussehen. Jetzt habe ich wieder einen Pilztabak weggeballert. Kriegt man immer einen Mana-Punkt dazu. Auch nicht schlecht. Wie viel haben wir denn davon? Genau 200 Stärke, Mensch. Der weiß schon Perfekt. genau, Dabei was ich belassen wir es möchte. jetzt auch. Ich muss es gerade mal gucken. Also Pilztabak haben wir 38 noch. Gut, was an Mana dazu knallen eigentlich. So, und Das ist doch Krauttabak. nichts Neues. Und was für Krauttabak war? War Krauttabak Leben oder nicht? Honig war geschickt. Ich gucke jetzt mal gleich. Das mache ich ja auch lange rum. Probieren wir es einfach. Haben wir ja noch eine Viertelstunde, ne? So, zeig mal her, wenn ich jetzt hier Sumpf. Denkst du, die Türme bringen was? Okay, Sumpfergeschicklichkeit, also doch Honig Mit wegknallen. mir kann man so etwas nicht machen. Mal kurz mal neu laden, wie gesagt, die will ich nicht verschwenden. Geschicklichkeit müssen wir noch ein bisschen ausreizen. Aber ansonsten passt alles dann. Ja, 200 Stärke, also. Viel mehr werden wir nicht brauchen. Vielleicht noch ein bisschen drüber. Aber mein Gott. So, Honig bringt, glaube ich, sogar pro Dingen 2. So wie mit den Pilz bringt auch immer So kann einen man das dazu. nicht Da machen. Wir ja jetzt vergessen. haben wir tatsächlich noch ganz schön viel Mana. Könnten wir uns überlegen, auch alles reinzuscheppern. Aber
an einem anderen Tag, dann gleich müssen wir mal runter. Nein, geh weg von der Wasserpfeife, Mann. Man muss eben aufpassen. Wir müssen jetzt runter zu Rodrigo, bevor der ohne uns loszieht. Hätten wir die Zeit überbrückt. Jetzt haben wir ein bisschen Leben mehr und vor allem 200 Stärke. 200 schöner fixer Wert, gefällt mir. Schön. Genau 200. Und mit dem. Wir haben ja noch ein bisschen Kram dabei. Ich warte übrigens auch nochmal, ob ihr mir da nochmal freies Licht gebt. Die andere Drachenseele, können wir die einfach futtern? Das gibt, glaube ich, auch nochmal 5 oder 10 Lebenspunkte. Ich habe nur meine Bedenken, vielleicht gibt es noch irgendeinen brutal starken Trank, den man draus brauen könnte. Dann wäre es natürlich eine Verschwendung. Ansonsten, ich gehe davon aus, dass wir hier noch Apfelkuchen machen werden. Früher oder später. Wir finden auf jeden Fall noch Feuergeschnetzeltes und so ein Kram. Also wir kommen schon auf die, was weiß ich, notfalls 225 Stärke. So, Freund. Na, da bist du ja endlich. Ich? Ach so. Dann können wir ja los. Ja, lag ja auch gar nicht an dir. Wir würden mehr sein als nur zwei. Du hast nicht im Ernst gedacht, dass ich mit einem Neuling allein einen Überfall begehe, oder? Im Moment sieht das schon so aus. Jetzt hör mal gut zu, du halbe Portion. Mir ist es egal, ob du dabei bist oder nicht. Das ist nur ein Angebot gewesen, weil du dich bewährt hast. Die anderen sind schon längst auf dem Weg. Die meisten waren ja auch gar nicht im Lager. Ich war froh, dass ich mir die Mühe gemacht habe, auf dich zu warten. Und nörgel nicht so rum. Damit machst du dir mich nicht zum Freund. Diese Gruselgeschichten. So, und jetzt komm mit. Wir haben noch etwas Weg vor uns. Immerhin haben wir die Goldmine. Komm, komm, halt's Maul. Immer grausig fress, ja. Und der nächste hinner. Halbe Portion, 200 Stärke, was will denn der? So, die Frage, wo wir jetzt hinmarschieren. Der Raubüberfall wird wohl sehr interessant sein. Ich speichere mal ab. Sicherheitshalber auf dem zweiten Slot. Da ist nichts passiert. Und jetzt hinterher. Ja, das, da unten ist Lou, aber warum zu Lou? Oh, Heilkraut. Geh durch, ich folge dir. Bitte, was soll ich machen? Na, den Teleporter benutzen. Teleporter? Das Ding, vor dem du gerade stehst. Besteige die Plattform und warte einfach, bis ich da bin. Soll ich den jetzt irgendwo einsetzen, den Stein? Ich hab noch irgendwas bekommen gerade. Oder soll ich einfach reinlaufen? Nee, es geht noch nicht. Da war auch irgendwo was. Wo waren das nochmal? Ich erinnere mich, dass hier irgendwo ein Schalter war. Da habe ich auch drauf rumgedrückt wie ein Depp, genau da. Oh, schön. Aktiviert sich alles dann. Sieht super aus. Wer zieht jetzt wieder sein Schwert? Immer unruhig dahin. Wo sind wir hier? War ich hier schon mal? Warte mal, Freund, Begleiter. Das kommt mir so bekannt vor. Du wirst dich doch sicherlich schon einmal gewundert haben, wieso wir Banditen auf der ganzen Insel rauben, ohne dabei gesehen zu werden. Tja, jetzt weißt du warum. Teleporter sind aber auch echt etwas Feines. Komm, mir nach. Ja, mal im Halblang. Ach, das ist tatsächlich der Banditenhaufen gewesen hier oben, das Lager. Hier lebt ja keiner mehr. Lag an uns. Ich packe auch mal kurz die Fackel aus, weil es wird wieder saundunkel. Ach, was rede ich? Fackel, Lichtzauber. Was soll der Geiz? Wo ist denn der Booms? Ist ja gar nichts mehr ausgewählt. Ja, 22 haben wir noch. So. Wir was sehen können hier. Wo ist der jetzt hingerannt? Ach, da. Darum. Hinter den Baum. Habe ich mir schon beinahe gedacht. Also, wir wussten ja auch, dass die da oben, die Banditen, mit den anderen irgendwie in Verbindung stehen. Auch die paar Clowns im Krepp, die wir ja auch umgelegt haben. Das war uns ja alles schon irgendwie klar. Doch jetzt kommt ein bisschen
Licht hinter die Sache. Also jetzt wird auch klar, dass die Teleportsysteme hier haben. Weswegen die auch so gut organisiert sind. Na, warte, du Mistvieh. Wenn ich jetzt die EP nicht krieg, gell? Ein Mistvieh. Oh, wollte schon sagen. Wir kriegen auch volle EP, ne? Wo ist denn jetzt hingerannt? Ah, da ist er doch. Da rennt er uns entgegen. Was ist jetzt? Wo lang? Weißt du überhaupt, was du willst? So, wo rennt er jetzt mit uns hin? Was soll überfallen werden? So ein Turm? Oder was willst du überfallen? Den Steinbruch wohl nicht. Das sind unsere Jungs. Über der Brücke ist ein blöder Wachturm der Stadtwächter. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir halten uns jetzt westlich und durchqueren einfach den Wald da hinten. Da ist auch das Krepp. Das kennst du sicherlich. Sicherlich. Ja, da haben wir erst letztens randaliert. Und deinesgleichen etwas dezimiert. So, ich dachte jetzt schon, der will wirklich diesen Wachturm da oben überfallen. Das wäre ja wirklich der Gipfel. Aber wohl kaum. Wir laufen nur dran vorbei und müssen uns wahrscheinlich noch irgendeine Ausrede einfallen lassen. Falls die uns ansprechen. Oder die ignorieren uns einfach. Warte mal, der da hinten randaliert. Rodrigo Momalplan. Das ist ein guter Freund von uns, der Sonntrill. Und ich hau erstmal den. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Bist du nicht sauer auf uns? Ich glaube, der Rodrigo ist weg. Ich gehe jetzt hier gerade nur wirklich in die Eisen. Also wirklich voll rein in der Hoffnung. Da ist er noch. Das Legend of was und besser ist als alle anderen. Da hinten ist schon wieder Randal oder was? Ach komm, ist doch mir egal. Wobei ich will nicht, dass der tot ist. Warum steckt denn hier eigentlich ein Kurzschwert der Miliz? Das Schöne ist bei Legend of Azun, die Begleiter bleiben ja wirklich stehen. Aber der will es aber auch wissen, ne? Ich will nicht, dass der stirbt. Das ist ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft. Kommst du natürlich aus dem Weg? Ein Mistvieh weniger. Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist nichts zu holen. Kannst du bitte wie ein ganz normaler Mensch zu deiner Hütte laufen? Bitte nicht in die Lurker rein. Wie willst du denn überhaupt wieder hochkommen, he? Ich laufe jetzt einfach weit genug weg. Dann wird er einfach wieder da oben hingesetzt. Und gut ist, ich hasse es immer, wenn NPCs sterben. Ich weiß, der ist der letzte Mensch im letzten Loch. Aber trotzdem, das stößt bei mir sauer auf, sowas. Das kann ich nicht ausstehen. Wenn mir die NPCs verrecken, am Ende wäre er doch nochmal wichtig gewesen. Ein kleines Abenteuer abseits. Aber wie gesagt, das Schöne bei Legend of Azun, das macht diese Mod sehr viel besser als viele andere Modifikationen. Die Leute despawnen nicht, ja. Die setzen da, die stellen sich quasi hin und bleiben dann felsenfest genau da, wo sie waren. Beim Grundspiel, beziehungsweise bei anderen Modifikationen ist es so, rein aus technischer Sicht, wie es halt damals gemacht wurde, wenn man da weit genug weg ist, dann verschwinden die. Und wenn man Glück hat, ja, mit aller Gewalt sind sie dann vielleicht da, wo sie ursprünglich waren. Meistens sind sie ganz weg. Kann sie direkt neu laden. Und das macht Legend of Azun sehr gut. Sind sie dagegen vorgegangen. Und das finde ich wunderbar. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wen oder was wir überfallen wollen. Also... ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall killt er uns hier ein bisschen die Gegner, die wir eh nicht sehen, weil es dunkel ist. Klar, dass so ein Raubüberfall auch wieder bei Nacht stattfinden muss. Wir wissen, da hinten war auch mal ein Banditen, also eine Hütte mit ein paar Banditen drin. In der Nähe von so einem anderen Wachturm. Den werden wir wohl doch nicht überfallen. Nee, Quatsch, das ist gar nicht hier. Hier ist das freie Lager bald. Und das Licht erlischt. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann den Raubüberfall durchziehen. Also je nachdem, wie weit wir jetzt auch laufen müssen. Was weiß nicht, wo ich da hinrennen will. Die da hinten töten wieder einen Lurker. Warum muss hier jeder irgendwas töten? Leute, bleibt mal locker. Und lasst meine EP wieder am Leben. So, das Licht schwindet. Und so auch die Folge.
In der nächsten Folge werden wir bei Nacht natürlich wieder dem Rodrigo weiter folgen. Hier, guck mal, da ein Mönch. Warte mal. Auf dem Weg, Rodrigo. Den könnte man ausnehmen. Zeig mal. Muss man aber nicht. Ah, der hat gute Ware von uns. Ich nehme nochmal das Licht damit. Wer weiß, wie viel wir davon noch brauchen werden. Mach's gut, Emanuel. Das heißt, wir werden dann mit Rodrigo weiter marschieren. Bin echt mal gespannt, wie lang und wohin. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir den Raubüberfall schätzungsweise auch beenden. Zur Wissensprüfung habe ich übrigens Informationen erhalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Zeit erzählt hatte, in den letzten Folgen. Aber das ist der Schlüssel, also auch der Degen, ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt noch haben, aber der Schlüssel auf dem Degen, das ist die Kombination von der Truhe beim Baron Severin im Haus. Und da ist die Besitzurkunde. Und ich glaube, diese Truhe hatte ich schon mal geknackt. Und wusste auch, dass die Urkunde da drin ist und habe dann gesagt, das werden wir für eine andere Quest irgendwann brauchen. Ja, und die Zeit ist jetzt quasi gekommen. Die Urkunde nehmen wir mit und geben die Forion, das ist glaube ich die Quest. Deswegen werden wir die angehen, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind. Und nebenbei werden wir die nicht so noble Klinge und aller guten Dinge sind drei am nächsten Ingame-Morgen erledigen. Also vielleicht alles in der nächsten Folge, schätzungsweise nicht, aber wir schauen erstmal, wie der Raubüberfall ablaufen wird. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.